Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Ich bin der Remo, viele kennen mich auch als Zero-Pionier. Der Name kommt daher, dass ich seit 2016 mit dem Zero-Elektromotorrad durch die Gegend fahre und auch schon ein paar Clips drüber gedreht habe. In diesem Video soll es aber über Elektroroller gehen. Bleibt einfach dran, nach dem Intro geht's los. Ja, an Elektroscootern kommt man im Grunde nicht mehr drum rum. In den Großstädten stehen sie auf den Gehwegen, die Sharing-Modelle von Coop und Emmy. Ich finde es wunderbar, die Leute sind flexibel, können von A nach B fahren, sind relativ schnell da. Man muss keinen Parkplatz suchen, man braucht wirklich sehr wenig Platz im Straßenraum. Ne? Da, wo ein Auto steht, passen, weiß nicht, 5, 6 Roller hin. Im Auto sitzen eben meistens bloß eine Person und selbst bis zu 2 Personen ist es auf diesen Scootern wunderbar machbar. Keine Parkplatzsuche, kein Lärm, keine CO2-Emissionen in der Stadt und wir sind halt verhältnismäßig günstig unterwegs. Das heißt also, die Modelle, die ich bis jetzt kenne und gefahren bin, verbrauchen etwa zwischen 3 und 5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das schafft man mit dem sparsamsten Auto nicht so richtig in der Stadt. Wer sich einen Scooter kaufen möchte, der hat im Grunde jetzt schon ziemlich große Auswahl an Modellen, die auch fast sofort verfügbar sind. Es geht also los mit China-Rollern, die man relativ günstig unter verschiedenen Namen bekommen kann. UNO zum Beispiel ist ein Berliner Startup-Unternehmen, lassen auch in China fertigen, kontrollieren das Ganze aber nochmal in Deutschland. Die liefern einen das Teil mit Versicherungskennzeichen direkt vor die Haustür, wenn man das möchte. Ich bin Fan von NIO, die Scooter finde ich ziemlich cool. Und ja, dann gibt es noch Infinity und Trinity und wie sie alle heißen. Also da gibt es ein ziemlich breites Spektrum jetzt schon. Für dieses Video habe ich mir heute mal einen ganz speziellen Scooter rausgesucht. Den gibt es noch nicht so richtig auf dem Markt, aber ich finde das Konzept ziemlich genial. Ich hoffe, dass das auch umgesetzt wird, wobei es danach wirklich sehr, sehr stark aussieht. Und darüber möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Das Unternehmen ist ein Startup-Unternehmen aus den Niederlanden. Die haben als Bolt oder Bolt Mobility angefangen. Dann kam relativ schnell die Bezeichnung App-Scooter ins Spiel, weil das Display im Grunde das Handy widerspiegelt. Das heißt also, man hat die Möglichkeit, den Scooter mit seinem Handy zu verbinden, kann dann halt eben auf die Navigationssysteme zugreifen, auf die ganzen Music-Kanäle. Es gibt auch Lautsprecher, die in dem Scooter verbaut sind. Also, dass man im Grunde sein Handy-Abbild auf das Display des Scooters projiziert. Das ist auch das, was sich so durch die Werbung oder durch die Ideen halt eben rauskristallisiert hat, eben, dass dieser App-Scooter, wie er sich heute auch noch nennt, ja, im Grunde über die App funktioniert. Natürlich mit allen Sachen, ne? Ich kann halt eben sehen, wie voll er geladen ist, wann er lädt, wie viel er lädt, wie weit ich damit komme. Eine Diebstahlsicherung ist mit drin, eine Nachverfolgung ist mit drin, also das ist schon alles standardmäßig mit dabei. Mittlerweile heißt die Firma Etergo und hat im Grunde jetzt gerade eine Investmentkampagne gestartet, muss Geld einsammeln. Also man kann da auf der einen Seite investieren, auf der anderen Seite kann man sich so einen Roller auch nochmal vorbestellen. Was den Roller für mich so sehr interessant macht, dass ich ihn jetzt hier wirklich vorstellen möchte, wobei das jetzt keine Werbung in dem Sinne sein soll, sondern einfach nur mal ein Aufzeigen von Produkten, die wirklich die Elektromobilität hoffentlich nach vorne bringen werden und auch in meinen Augen sehr, sehr sinnvoll sind, ist, dass wir im Grunde unter dem Sitz einen kompletten Bereich haben, den wir mit Sachen vollstellen können. Also sei es jetzt mit Helm, der Hersteller macht Werbung damit, dass im Grunde ein kompletter Kasten Bier reinpassen kann. Wir haben also knapp 60 Liter Ladevolumen und kommen mit dem Roller trotzdem ziemlich weit. Das liegt einfach daran, dass der Akku speziell geformt ist. Der sieht aus wie so ein Halbmond und der wird durch diese Öffnung, also wenn ich den Sitz aufklappe, im Grunde so eingefädelt, dass er unter dem Trittbrett ja, eingedockt wird. Man kann von 1 bis 3 Akkus wählen und die schiebt man dann halt eben alle dort mit rein. Sie lassen sich einzeln entnehmen, das heißt, ich kann sie also einzeln aufladen, mit nach oben nehmen. Ist dann auch relativ egal, wie die Ladestände, ob die unterschiedlich sind. Der fährt also trotzdem, der passt es dann halt irgendwie zum Fahren an.
Die können aber die Akkus einzeln laden, wenn man jetzt mehrere drin hat. Aber man kann den Roller auch direkt anstöpseln und komplett halt an der Steckdose aufladen. Durch dieses tolle Design hat man im Grunde ja viel Akku, oder viel Kapazität, die man zur Verfügung hat, zum einen. Und zum anderen können wir halt eben den Frachtraum komplett normal nutzen. Wenn man sich den Roller jetzt bestellen möchte, dann hat man verschiedene Farben zur Auswahl. Die Glanzfarben sind mit drin. Die Mattfarben kosten dann halt teilweise ein bisschen Aufpreis. Ich kann ja so wunderbar schon vorab wählen und auch mir anschauen, wie der aussehen soll. Ich finde dieses Blau mal ziemlich genial. Zweite Sache, die ich auch ziemlich genial finde, neben dieser Akkuform, ist im Grunde, dass wir wirklich für jeden Menschen auf dieser Welt ein Modell finden, was wirklich zu ihm passt. Ne? Der eine fährt halt irgendwie, hat halt einen ganz kleinen Motorradführerschein, Mopedschein oder sowas. Ich kann also einen Roller nehmen, der bei 25 km/h abregelt. Ne? Ich kann verschiedene Motorleistungen wählen. Ja, also, na klar, jede Leistungssteigerung kostet natürlich auch ein bisschen mehr Geld. Grundsätzlich geht es los bei 2 kW mit einer Batterie. Die Batterie hat 1155 Wattstunden. Und wenn ich jetzt hier eingebe, ne, was jetzt in Deutschland mit einem Versicherungskennzeichen zu fahren ist, also relativ günstig von der Versicherung her, startet das Ganze bei 3.399 Euro. Wenn jetzt jemand ein bisschen mehr Leistung haben möchte, gibt es dann andere Motoren zur Auswahl. Ne? Umso höher die Leistung, umso höher kann ich nachher die Endgeschwindigkeit ansetzen. Wobei in Deutschland diese 45 halt dann mit einem Versicherungskennzeichen zu fahren sind. Alles drüber wäre dann halt im Grunde ein richtiges, ja, Kleinmotorrad. Und braucht dann halt den richtigen Kennzeichen und eine vernünftige Versicherung. Also ähnlich wie der NIO NGT, der ja auch knapp 4 kW Motorleistung hat. Hier in dem Fall kann ich dann halt auch, ne, 4 kW mit 2 Akkus dann dementsprechend und einer Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde kommen. Dann bin ich preislich ähnlich wie der NIO. Ne? Also ich glaube, der NIO lag in der Vororder-Geschichte um bei knapp 4.000. Jetzt aktuell 4.500 und hier liegen wir dann bei 4.200 oder 4.300 knapp. Das, was ich sehr interessant finde, was ich mir auch sehr wahrscheinlich bestellen möchte, ist die 7 kW-Variante mit einer Höchstgeschwindigkeit von 95 km pro Stunde. Im Grunde kommt das schon ziemlich stark an den Motorrad ran, aber ich habe durch den, ja, durch den Wetterschutz, durch das, ja, schnellen kleine Helmschale aufsetzen, die Möglichkeit, wirklich kleine Strecken, kurze Strecken, innerstädtisch und auch, ja, ich sag mal so Speckgürtel, dann nicht mit dem Motorrad zu fahren, sondern im Grunde, ja, dass man, ja, auf den Scooter raufschmeißen und dann geht's los. Ich bin nicht so der Freund von diesen 45 Kilometern pro Stunde von Gullydeckel zu fahren, aber setzt natürlich auch einen Führerschein voraus. Da geht's dann los bei 5,3 in etwa. Wenn ich jetzt noch meine Wunschfarbe mit dazu wählen würde, sind wir bei knapp 5.500 Euro. Bei der 7 kW-Variante sind dann diese 3 Module mit bei und da sind es dann also schon, oh Gott, Kopfrechnen, 4,4, nee, halt geht ja nicht 3,3, knapp 4 Kilowattstunden Akkukapazität. Das ist dann schon ausreichend, denke ich. Ja, hier kann ich jetzt noch schauen, was noch mit verbaut ist. Ne? Ich kann mir die technischen Daten nochmal anschauen, wenn ich das möchte, wenn ich da ein bisschen weiter reingehen möchte. Und ja, und ich kann ihn natürlich dann vorordern. Hier steht jetzt nochmal 7. kW 2020. Allerdings ist es so, dass schon die ersten 2 Chargen komplett ausverkauft sind. Wenn ich jetzt hier weiter drauf drücke, habe ich hier ein Lieferdatum von Januar 2021 und 31 Stück sind noch offen. Das heißt, ich muss mich ein bisschen ranhalten. Ja, ihr merkt schon, ich bin da also Feuer und Flamme für die elektrischen Zweiräder. Ich kann euch nur ans Herz legen, probiert das mal aus. Ja, meldet euch mal an bei den Sharing-Geschichten. Ansonsten haben wir in Berlin die Happy-Scooter-Leute am Alexanderplatz, die die Schwalbe vor Ort haben, die E-Schwalbe. Und wir haben zum Beispiel die Scooterhelden, die fast alles Elektromobilitäts auf 2 Rädern im Programm haben. Vor Ort, dass man sich die wirklich mal anfassen kann, Probe fahren kann. Ist ein kleiner Tipp von mir, fahrt da mal hin, schaut euch da mal um. Ansonsten stehe ich euch natürlich auch gerne mit Rat und Tat zur Seite, wenn ihr da Fragen und ja, offene Geschichten habt. Einfach und dann Video und das Video und dann bekommt ihr da auch eine Antwort. Ansonsten nicht vergessen, schaut mal auf unserer Internetseite igembb nach
Und wenn ihr Lust habt, meldet euch da sogar an für den Skype-Chat oder natürlich auch für diesen Kanal, damit ihr in Berlin und Brandenburg immer auf den neuesten Stand bleibt, was die Elektromobilität angeht. Und die ist eben nicht nur auf vier Rädern, sondern auch auf zwei. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis bald. Ciao, ciao.